Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Eclairs selber herstellt, aus einem Brandteig und mit einer Creme Patisserie-Sahne füllt. Dafür fangen wir mit der Creme Patisserie-Sahne an für die Füllung, weil da muss ein Teil auskühlen und während die dann kühlt, können wir einen Brandteig herstellen und dann wird alles gemeinsam fertig. Dafür zeige ich euch als erstes die Zutaten. Dafür brauchen wir eine Vanilleschote, einen halben Liter Milch, 4 Eigelb, 100 Gramm Zucker auf 2x aufgeteilt, also 2x 50 Gramm, 40 Gramm Speisestärke und 300 Gramm Schlagsahne. Als erstes müssen wir die Milch, eine Portion Zucker und die Vanilleschote in einem Topf erhitzen. Und dafür geben wir jetzt erstmal alles zusammen in den Topf. Jetzt müssen wir die Vanilleschote auskratzen, weil wir das Vanillemark brauchen. Dafür halbieren wir sie erst, halten sie auf und dann kratzen wir das Mark raus. Das geben wir jetzt zu der Milch und dem Zucker in den Topf. Und auch die Schote, die halbiere ich nur nochmal, geben wir dazu, weil die auch nochmal Aromen abgibt und somit das Vanille intensiver wird. Das Ganze wird jetzt schön verrührt und aufgekocht. Während das aufkocht, können wir dann schon mal die Eigelbmasse herstellen. Die Eigelbmasse geben wir die Eigelbe und den zweiten Teil Zucker dann in die Rührschüssel und das wird jetzt hellcremig aufgeschlagen. Jetzt sollte die Eiermasse fast weiß sein und da geben wir jetzt die Speisestärke dazu. Und die wird jetzt auch schön vorsichtig eingerührt. Die Eiermasse ist jetzt fertig und jetzt warten wir noch, bis die Milch restlich aufgekocht ist. Jetzt ist die Milch einmal aufgekocht, ich habe es jetzt vom Herd genommen. Jetzt müssen wir die Vanilleschoten, also die Schoten wieder rausnehmen, weil die wollen wir natürlich nicht mitessen. Geben wir erst einen Teil von der Milch, Vanillemilch in die Eiermasse, dass die Eiermasse keinen Schock bekommt und dann gegebenenfalls gerinnt, weil Rührei in unsere Eclairs wollen wir nicht haben. Das Ganze muss jetzt schön miteinander verrührt werden. Das Ganze geben wir jetzt in den Topf zur restlichen Milch und verrühren auch das wieder gründlich. Das Ganze noch auf die heiße Herdplatte und warten, dass das Ganze ein bisschen anbringt. Jetzt haben wir unsere Creme Patissier fertig. Die muss jetzt auskühlen, dafür decke ich sie mit einer Folie einfach ab, dass sie keine Haut bildet und stelle sie in den Kühlschrank. Die Folie auch schön aufdrücken, dass sie die Creme berührt. So bildet sich keine lästige Haut, die wir dann später nicht wieder wegkriegen müssen. Wenn die Creme jetzt auskühlt, können wir den Teig herrichten und vorbereiten. Und dafür zeige ich euch jetzt auch als erstes die Zutaten. Wir brauchen 75 ml Milch, 65 ml Wasser, einen Teelöffel Zucker, eine Prise Salz, dann insgesamt 4 Eier, nur eins brauchen wir am Schluss zum Bestreichen, deswegen habe ich das hier extra. 70 Gramm Butter und 100 Gramm Mehl. Als erstes müssen wir das Wasser, die Milch, Zucker, Salz und Butter in den Topf geben und einmal aufkochen lassen. Während das jetzt alles aufkocht, sieben wir das Mehl schon mal vor, weil es muss dann in die aufgekochte Flüssigkeit in einem Schub eingegeben werden und das müssen wir vorher sieben, dass es natürlich keine Klümpchen bildet. Es ist aufgekocht und die ganze Butter ist geschmolzen. Jetzt müssen wir, wie gesagt, das Mehl in einem Stück dazugeben und direkt mit dem Holzlöffel verarbeiten. Jetzt muss der Teig abgebrannt werden, das heißt so lange gerührt werden, bis es ein großer Klumpen ist und sich am Boden so ein milchiger Absatz bildet.
haben wir hier am Boden den milchigen Absatz, das heißt, der Teig ist abgebrannt und wir können ihn vom Herd nehmen. Jetzt kommt der Teig in die Rührmaschine und wird mit dem Knethaken auf Handwärme abgekühlt. So, jetzt ist der Teig auf Handwärme runtergeknetet. Jetzt tauschen wir den Aufsatz. Und dann rühren wir jedes Ei einzeln ein. Füllen wir den ganzen Teig in den Spritzbeutel. Ich habe jetzt hier keine Lochtülle unten drauf, ihr könntet aber auch eine Lochtülle verwenden, aber ich habe momentan keine, die groß genug ist da. Jetzt wird das Ganze schön gleichmäßig auf dem Backpapier aufgespritzt. Da könnt ihr die Größen variieren, wie ihr möchtet. Ich mache jetzt eher kleinere. Dann muss man nicht so viel auf einmal essen. Das vierte Ei, das verquirlen wir jetzt. Und jetzt wird das mit einem Pinsel auf den Eclairs verteilt und so könnt ihr jetzt auch durch Spritzen entstandene Spitzen so ein bisschen platt drücken und verdecken. Das Ganze kommt jetzt bei Ober-Unterhitze und 190 Grad für 20 bis 25 Minuten im Backofen. Ich habe den Backofen schon vorhin beim Teig zubereiten vorgewärmt, ansonsten müsste man jetzt noch warten. Ich stelle jetzt erstmal 20 Minuten ein und dann schauen wir, wie sie aussehen. Das waren jetzt für ungefähr eine halbe Stunde im Backofen, sind jetzt schön goldbraun. Jetzt stelle ich sie auf den Balkon, decke sie ab, lasse sie auskühlen und dann sehen wir uns, wenn sie kalt sind, wieder zum Füllen. Die Creme und die Eclairs sind jetzt abgekühlt. Jetzt machen wir die Creme fertig und dann können wir die Eclairs damit befüllen. Um die Creme fertig zu machen, brauchen wir die Schlagsahne. Die schlagen wir jetzt erstmal auf und dann heben wir sie unter die Creme-Patisserie. Wenn die Sahne jetzt schon fest ist, wird sie in zwei Teilen unter unsere Creme Patisserie gerührt und dann können wir auch schon füllen. Creme wird jetzt in den Spritzbeutel gefüllt. Ich habe jetzt hier so eine Spritztülle. Wer die aber nicht hat oder es leichter haben möchte, kann die Eclairs auch einfach in der Mitte aufschneiden, eine Sterntülle nehmen und sie dann so befüllen. Dafür knicke ich jetzt die Spitze um, stelle es in den Messbecher, weil dann habe ich beide Hände frei und kann die Creme schütten.
Herz, dafür nehmen wir sie und stechen jetzt hier einfach seitlich rein und dann schön füllen. Ihr spürt dann auch, wie sie wieder aufgehen, ups, weil sie jetzt ein bisschen durchs Abkühlen wieder eingesunken sind. Jetzt müssen wir für den Überzug Schokolade temperieren. Dafür schmelzen wir jetzt erstmal 2/3 Schokolade. Ich habe jetzt hier 180 Gramm Vollmilchkuvertüre. 120 Gramm sind jetzt hier drin. Die lasse ich jetzt schmelzen und das andere Drittel geben wir dann später dazu. Die Schokolade ist jetzt geschmolzen. Jetzt nehme ich den Topf vom Wasserbad und gebe die anderen 2/3 dazu. Und verrühre das jetzt so lange, bis die 2/3 auch geschmolzen sind. Dann hat die Schokolade wieder ungefähr eine Temperatur von 30 Grad, die wir brauchen, dass dann auf den Eclairs kein grauer Schleier entsteht, sondern die Schokolade einen schönen Glanz hat. Jetzt ist die restliche Schokolade auch geschmolzen. Wir haben eine schön glatte Schokoladenmasse. Und jetzt nehme ich einfach die Eclairs und tunke so die obere Schicht einfach in die Schokolade ein. Alles abtropfen und stelle es zum Auskühlen wieder aufs Blech. Ich habe hier jetzt Vollmilchkuvertüre genommen, ihr könnt aber auch genauso gut einfach Zartbitterkuvertüre oder weiße Schokolade nehmen. Je nachdem, was ihr lieber habt, das ist reine Geschmackssache. Ups. Und hier haben wir unsere fertigen Eclairs. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich und besucht mich auf meinem Social Media Account. Und wenn ihr Wünsche habt, was ich noch so ausprobieren soll, dann schreibt es gerne unten in die Kommis. Tschüss!